Bundesliga das letzte Heimspiel der Bayern in dieser Saison gegen die Leipziger Red Bull zu Gast vor 75.000, die heute die Bayern supporten werden in unserem geliebten roten Wohnzimmer. Yeah! Ja, Leute, dieses Spiel und das nächste Spiel muss gewonnen werden. Ganz einfache Rechnerei, dann sind wir wieder deutscher Meister zum 11. Mal in Folge und das wäre super, super, trooper. Alle wollten diese spannende Saison haben, sie haben sie jetzt. Die Dortmunder spielen morgen erst, aber heute wird es Vollgas geben. Super Wetter in München, es ist ein Abendspiel, 18:30 Uhr und ich glaube, unsere Jungs werden Vollgas geben. Mein Freund im Himmel, unser Buschi, Buschmann wird supporten von da oben. Wird mit Hanno, Heimo heißt er, ne? Heimo, nicht Hanno, Hanno ist ein anderer. Da oben werden sie supporten in München auf den Rasen. Und mein Tipp wird heute sein, mit Reisdorf-Kölsch und eurem Michael, ein 3:1 Sieg des FC Bayern München gegen Leipzig Red Bull. Und jetzt schalten wir hin zur Mannschaftsausstellung des deutschen Rekordmeisters, des FC Bayern München. Auf geht's! Hier ist die Mannschaftsausstellung des deutschen Rekordmeisters, des FC Bayern München gegen Red Bull Leipzig. Im Tor Jan Sommer, De Ligt und Pavard, Innenverteidiger Cancelo, über links Mazraoui, über rechts dann die Doppel-6 Goretzka und Kimmich, vorne auf der 10 unser Thomas Müller, dann über links Kingsley Coman, über rechts Jamal Musiala und vorne Serge Rührer Gnabry. Gut, ich sag mal, Musiala ist natürlich kein Außenspieler, ne? Er ist mehr der Huseler so, ne? Mehr in der Mitte so. Mehr so ein vorgezogener Sechser, also ein Achter wäre er. Ne? Sechser ist mehr mit hinten absichern, mehr Spiel. Offensive bestimmen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Die Bayern müssen heute gewinnen. Nicht unentschieden, nichts. Sie müssen heute gewinnen. Und jetzt freuen wir uns und schalten zur Halbzeit 1. Oh, wie geht's? Boom! Ja! Yeah. Auf geht's! Erste Halbzeit! So, die Bayern von rechts nach links. Und in der zweiten Halbzeit auf unsere Südkurve. Südkurve! Südkurve! Und kriegt er nicht mehr. So, aus. Statt manchmal was. So, auf geht's, Jungs. Und Mädels. Ecke? So, jetzt passt auf, dass nicht direkt jetzt zum Tor fällt, ey. Nach einer Minute, ey. Das wäre scheiße. So, jetzt aufpassen da. Geh doch noch da dran. Du kannst doch noch dran gehen. Nachhaltige Lösung. Statt hoch da! Olmo legte nochmal zurück. Jawohl, wenigstens. Ah! Schade, wir müssen direkt lang spielen, Mensch! Come on! Mann, dann muss er direkt lang spielen! Fuck, ey! Ja, absolut, zu kurz der Ball von Leimer. Mensch, der macht so nur lang spielen jetzt. Das ist schon gegen von Guardiola, sonst wäre es eine gute Kontermöglichkeit, wenn er zu Bayern gewesen. So, rausrücken jetzt! Hört aus! Raus, raus, 3-1. Wir müssen nur dagegen halten. Oh! Wichtig ist ein spätes 2:1 für die Leipziger in der vergangenen Woche. Tore fehlen 87. Guck mal, jetzt mal spielen die schon auf Zeit, die Leipziger. Das ist doch völlig egal, wer diesen blöden. Ein kann und kein muss. Oh Mann, ey. Du Goretzka. Überraschende Anfangsphase in Bayern mit Gnabry auf der linken Seite, Müller im Sturmzentrum, Musiala auf der 10 und Coman über den rechten. So, jetzt weiter, Jungs.
Wir müssen gewinnen. Und jetzt Tore, 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 Tore. Pass auf. Mann, wir waren schon wieder im Aufbauspiel, ey. Dann spielen sie wieder hinten rum. Dann kommt über die linke Bahn. Mensch. Und Gnabry im Zentrum. Meister sein. Komm. Biete Steine an da. Mann. Mann, richtig jetzt, wir müssen sie gewinnen. Alles wieder stabil. Cancelo, Victor gegen Simakan, da geht die Seite auf. Ja, Restverteidigung ist ein Thema bei beiden. Müller. Bring doch rein, Mensch! Abseits. Mann! Leute, das muss man doch mal einen Griff kriegen mit dem Abseits. Ist der Mané nicht dabei, der jedes Mal in den Abseits rennt? Aus Bayern Sicht mal wieder etwas eher Vertrautes, auch verloren geglaubtes. Nur was die sich Zeit lassen, die Leipziger. Ihr möchtet 4-5 Tore jetzt kriegen. Nachdem es in Bremen und auch beim 2-0 gegen die Hertha hier eher zweckmäßig ergebnisorientiert zugeht. Jetzt! Und heute Müller. Mensch, Serge, da kannst du nicht so einen Bogen laufen. Lauf doch direkt zum Ball, Mann. Meine Fresse, echt. Die Wortschöpfung ist da zuverlässig erfunden worden. Wie kann ich denn da so einen Bogen laufen? Das dauert doch viel länger. Also, manchmal kann man das nicht erklären, was die Leute da machen. Goretzka. Meine Fresse, ey. In die Weiten der Prärie. Guck dir das mal an, so lange kann man doch nicht. Ja, das war's, wie vorher gerade große Bilder, ein tolles Song gespielt. Für den verletzten Peter Gulaschi. Heute sein 26. Bundesligaspiel. Dass es gut geht mit ihm, hat... So, jetzt mal! Geh! Thomas macht's alleine, bleibt bei der Reihe. Kimmich. Dann schieb's doch mal! Musiala. Goretzka, Thomas. So, jetzt rein den Ball, Mensch! Ah, gut, Ecke. Ecke. Gut, Thomas. Thomas Müller. Jetzt geht's los. Aber natürlich Fabian Orban im Körperlichen doch ein bisschen überlegen. Und jetzt kommt Ecke und Tor. Ecke und Tor. Josch, Josch, Josch. Das Kopfballschlitzohr gewissermaßen. So, jetzt. Matthijs de Ligt. Bam. Pavard, Van de Ligt, zwei Leipziger bis der Mensch Pavard abschossen. Ah, ich studiere der Eckball. Wir haben ja viel über die Ecken von Bayern. Nicht nur Gutes. Aber hier Pavard auf den zweiten Pfosten lang, alles zieht kurz, kommt zum Kopfball, spielt ihn wieder mit dem Kopfball zurück auf den zweiten Ball und dann war natürlich das Zentrum besetzt, aber zumindest eine Variante, die ein bisschen was hoffen lässt. Sieh mal da. Komm an. Droschlei. Mann, Leute. Arzberg. Halstenberg beim Aufeinandertreffen bei der Mannschaft in der Hinrunde im Januar. Torschütze beim 1:1. Die wehren sich, die Leipziger, das ist scheiße. Typo und Ding traf für die München. Danke für die Hose, hab ich jetzt nicht gesehen. Danke, danke. Supercup gab es dann 5:3 dabei.
Start, Cancelo. Den musst du noch verpflichten, so einen Spieler. Den musst du noch verpflichten. Mensch, den Cancelo musst du noch mit Kuss dann nehmen. Dann musst du den noch 10 Millionen runter machen. Du musst aber mal so einen Spieler kaufen für 60 Millionen. Mensch, haut doch mal recht einen raus. Mensch, tut mal 200, 300 Millionen investieren, ey. Dass wir nächste Saison nicht wieder hier so rumzittern müssen. Mann, dass da mal richtig gleich im März schon wieder Feierabend ist. März feiern durch. Spieler kaufen, Mann. Boah, ganz geil. Guck mal an. Wumm. Wumm. Ab Sommer in Chelsea, ne? Ja, sieht so aus. Noch nichts unterschrieben wahrscheinlich, aber man kann ja auch mal Abkommen schließen, aber ohne zu unterschreiben. Also. Ja, man kann Zusagen geben, aber wie gesagt, also sieht schon danach aus, dass Nkunku in der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen wird. Nkunku, ich weiß gerade Rede von. Der Rede. Von. Ganz selber. Mann, der Ganze ist so geil. Gnade. Schneller nach vorne, Mensch! Den kriegst du noch! Meine Fresse, den hätte er doch noch gekriegt. Chipbälle, hinter die Viererkette der Leipziger Spezialität. Und natürlich, wenn man dann auch den Raum hat, wie gerade zwischen der Viererkette und den Torhüter, dann sind natürlich Spieler wie Coman prädestiniert davon, mit ihrer Geschwindigkeit diese Rolle ja, zu bearbeiten. Meine Güte, hätte er doch gekriegt. Ja, wenn er für Coman zu lang ist, dann ist er wirklich zu lang. Ja. Er hat ja gar nicht gesprintet. Er hat ja gar nicht versucht, den Ball zu bekommen. Meine Fresse, echt. Guck mal, wie lange die brauchen für den Einwurf. Die mögen doch. Weiß ich, wie viel Tore. So, rüberschieben, rüber! Unter Druck setzen, richtig aus. So, jetzt Einwurf, genau, unter schön unter Druck setzen, Leute. Komm schon mal, mach jetzt. Steht extrem hoch, pressen extrem hoch. Ja, aber auch schon zwei, drei ungenaue Bälle der Leipziger. Also auch dieser Ball, den kann man besser spielen. Natürlich auch Bayern hier einen leichten Ballverlust, geht den Ball wieder zurück. So, hier könnte ich mal einen Einwurf machen. Alles geben, genau. Ist das so schwer? Malzberg, Alter. Foul! Also, da hat sich keiner zurück. Simakan gegen Cancelo. Ja, aber guck mal, der kommt da gar nicht zum, der guckt den doch an und der sieht, dass er gar nicht schon rankommt, das ist doch gelb. Simakan sieht den schon. Ja, er sieht den schon, aber der braucht schon nicht mehr hochzuspringen, das ist doch faul. Faul und gelbe Karte, also. Meine Fresse, das ist eine ganz klare gelbe Karte. Die Sendung steht wieder. Zahnreihe vollständig. Liverpool blutet ein bisschen, aber das sind dann vergleichsweise beruhigende Informationen. Ole, FC Bayern. Schimmert. Wobei geht's gut, weiter geht. 2 Minuten Nachspielzeit. Bayern ohne echte Neun. Das ist so thematisch gesehen der rote Faden. Der Münchner, wobei sie steht bei 89 Toren. Also beste Offensive der Fußball-Bundesliga. Im Schnitt knapp 3 Tore pro Spiel. Also dem ist klar, ja, klar, nicht ja. zu entnehmen. Ja, der guckt ja, der sieht, der kommt nicht dran und dann geht er in den Mann rein.
So, come on, muss mehr machen. 1-1. Ein entscheidender Moment. Entscheidend spielen wird es dann doch offensichtlich. Aber da werden die Münchner vor sich da für die nächste Saison was tun. Cancelo. Und Mario. Halsberg dazwischen Olmo. Anfangsphase, Thomas Müller auf der 9, auch jetzt wieder Klappe, überraschend über die linke Seite, Musiala, Müller wechselt sich im Zentrum ab, ja, Müller auf der Position von Lewandowski im letzten Jahr, Musiala auf der Müller-Position. Guter Plan, Lothar, oder? Ja, ich glaube, dass Thomas Tuchel sich schon dabei was gedacht hat, Klappe, der in den letzten Wochen immer getroffen hat, über links kommen zu lassen. Aber natürlich auch er zieht nach innen, um die Seite für Cancelo aufzumachen, hinter ihm, ja, ähnlich wie die Cancelo. Cancelo hat der andere gesagt letztes Mal. Cancelo. Cancelo heißt er. Ist das so schwer? Boah, der ist heiß. Müller schickt die Leute an. Willkommen, aufrücken, nachrücken. Ja, draufgehen. Ihr seid zu weit weg. Ihr seid definitiv zu weit weg. Ja. Hey! Alter, das ist ein Foulspiel! Meine Güte! Ja. Thomas' Reaktion war ganz sicher was, weil sonst regt er sich nicht so auf, weil er ist ja keiner, der von alleine fällt. Er sucht ja dieses Fairplay, versucht ja, nach vorne sich durchzusetzen. Also da war ganz sicher ein Kontakt da, der ihn zum Boden gezogen hat. Junge, da haben sie aber wieder ein Schiedsrichter, ey. Musiala kriegt ihn. Das ist blöd reingebracht. Ja, es gibt ein Gespräch zwischen Thomas und dem Schiedsrichter. Ja. Reicht nicht. Sucht auch den Kontakt, Thomas, ja? Also wenn überhaupt, dann Freistoß, ne? Also ja, sowieso. Ja, Freistoß, was denn sonst? Aber Freistoß ist Freistoß und am 16er. Meine Fresse. Ja, der ist der Beste in Deutschland, ja, sieht man. Dann hätte er dann faul gepfiffen. Und nicht jemand so. Faul ist faul. Wollte ja kein Elfer haben, aber faul war faul. Gute Zuspieler, Olmo. Papa ist da. Leute, macht jetzt mal was. Also 1-2-0 muss es sein. Weitergehen. Die 16 Minuten vorbei, die Bayern mit deutlich mehr Ballbesitz kontrollieren diese Spiele, ohne wirklich Torgefahr auszustrahlen. Sehr resolut, sehr aufmerksam gegen den Ball, bei Ballverlust, extrem scharf. München, unsere Kurve ist die Süd. Handfallen in der Defensive Ordnung. Ja, geht vorne drauf, aber trotz alledem steht sie stabil und organisiert. Sehr schön, der Glück. Linke Seite ist Platz. So, nimm ihn an jetzt und geh mal alleine. Geh in die Box, weiter. Goretzka. Der war doch im Spiel. Der Spielzug, den Thomas Tuchel eingefordert hat. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid. So Jungs, auf geht's. Wir sind heiß. Das ist ein sehr guter Ball, muss ja Müller. Mann! Lass mich bleibt stehen. Aber kaum was doch.
ersten Ball. Meine Güte! Verteidigung sehr weit auseinander der Leipziger. Ich würde sagen, 50 Meter die Flanke. Junge. Traumball und hier. Ja, vielleicht ein bisschen egoistischer Kommissialer. Er will natürlich Müller. Ich habe stehen gehört, seit dem 6 Uhr eingeladen. Da muss doch Tor sein. Dankeschön für das Teamherz. Genau, Teamherz. Danke. Danke, Sven. Noch eins. Zu spät. Oh, Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe zu spät. Ich wollte einen Screenshot machen, aber hat leider. Mann, das muss doch der 1-0 sein. Ey, meine Güte. Torwart. Seine Ideen auch zu wechseln sich. Also jetzt habe ich gar keine Nachricht hier für andere Sachen zu machen. Ich muss jetzt gucken, ob die Bayern jetzt gewinnen. Egal wie. Jimmy von zweimal attackiert. Versucht Leipzig immer mal wieder, Kimmich zu isolieren. Sagen wir 20 Minuten, ich spiele noch kein Tor. Mensch. Das muss aber passieren jetzt. Jetzt ist wieder die Luft raus. Ich spiele doch raus. Machen wir zu wenig 1 gegen 1, das ist doch ein guter. Der Mann hat es wirklich mal sehen, da und wo. 10. Freistoß. Hier nochmal die Chance. Ganz ehrlich, du musst doch verpflichten. Du musst sagen, komm, ich gebe euch 60 Millionen, wie gut ist. Ich habe Musiala Platz, das Zuspiel kommt auf den Punkt. Nur mit dem Abschluss, beste Chance in diesem Spiel. Mensch, ey. Wir dürfen die jetzt nicht spielen lassen, Team. Vorhin Platz gemacht für Coman, jetzt gerade eben Platz gemacht. Für Musiala und letztlich auch für sich selbst. Kimi, spiel doch nicht immer zurück, Mensch! Du bist doch nach vorne! Mensch, gib mal Gas jetzt, ey! Geh nach vorne und hört ja die Hinterspielerei auf, Mann! Mensch, wir sind gerade im nach vorne, Offensive, und der Kimi spricht dann wieder ab und spielt dahinter. Steh ich nicht. Meine Fresse! Ja, was zeigt er denn jetzt? Mensch, steh auf, du Mimi! Ja, du faulst doch den Bayern-Spieler. Du Mimöschen, echt, ey. Nach Spanien, ey. Willst du da spielen? Guck mal da, jetzt macht er sich die Stutz und alles. Also, er wird doch 3-4 Minuten nachspielen. Er wird doch nicht die Hand geben noch. Heizenberg schon gesehen. Da haben wir ein paar Sekunden beim Einwurf rausgeholt. Ich sag mal nicht, dass das Methode hat, aber RB scheint mir nicht unzufrieden mit diesem 0-0. Bis hierhin. Roman, Musiala, Gnabry, versucht den Körper reinzustellen. Den Körper reinzustellen gegen Simakan, schwierig. Ja, Dunko.
verliere nicht die Ordnung. Spiele doch. So, jetzt. Aber da ist keiner. Da sind viel zu wenige Spieler. Wer ist besser, Michael? Im Moment. Ja, hin und her geht's, ne? Gut, Bayern hat jetzt Torschancen, die Leipzig hat so nicht, ne? Dann kommt hier in die Box, dann wird irgendwie einer gefoult oder irgendwas. Ah, gut. Super, super, super. War gut gespielt, Jamal. War gut. Dankeschön. Danke, danke, danke für das Äffchen. Gieriger vielleicht. Die spielen auf Zeit, die scheiß Dosen, ey. Der schießt einfach aus, der Torwart. Das ist alles. Dankeschön, danke für die Handeln. Danke. Denkt doch mal auf YouTube zu gehen, ne? Gleich eine halbe Zeit. Mal ein Abo da lassen, ne? Und auf Instagram FC Bayern Michael. Auf YouTube. Outdoor Fußball Urbex Mischer. Dann aber oben dann bei TikTok oben drauf. Interessiert. Das verstehe ich nicht, dass man dann den Spieler wieder so anspielt, wenn der Rücken bis zum Feld. Ihr müsst doch verpflichten, auch wenn es 70 Millionen kostet oder 80. Scheiß auf die Kohle. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, ey. Da musst du heute noch City anschreien. Hier, hast 70 Millionen. Hier, Paypal. Bam, 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 bam. Meine Fresse, ey. Perfekt, glaube ich, aber auch im Spiel. Und dann war alles jetzt. Ein herzhaft und mutiger Abschluss von Serge Gnabry. Der Cancelo ist Granate heute. Der ist Granate heute, der Cancelo. Meine Fresse. Die Bayern! Wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern! Foul! Und nachlegen jetzt 2-0, 3-0 und dann ist es vorbei! Brr. FC Bayern München, wir singen und tanzen auf jedem Fußballplatz. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, die Bayern. Ja, der Cancelo ist doch geil, Leute. Geh rein, Mensch. Jawohl, gut, gut, gut. Ja, da war der Gutmüller. Hat doch gut gespielt. Ja, ganz ruhig, Cancelo. Laufen mit dem Ball hinterher, kommen mit dem Gegenpress der Bayern nicht da und vor allem auch nicht mit der Geschwindigkeit, wenn die Bayern nach vorne spielen. Und jetzt 2-0 direkt nachlegen, direkt, bam, den Stecker ziehen bei den Leipzigern. Kompaktes Verteidigen. Ja, die direkt Berg und 35 Minuten 3-0, Feierabend. Leider erst mit einem Tor für die Leipziger, weil Mensch, was machst du denn da? Geh doch vom Torwart weg. Wie willst du denn da ein Tor machen? Wo stehen die jetzt da innen?
Natürlich. Was steht ihr da am Tor? Was wollt ihr denn da machen? So, kommt Leute, jetzt legen wir zweite hinterher. Ich habe ja jetzt in vier aufeinander folgenden Spielen getroffen. Musiala! Ja! Ach, Außennetz! Oh! Scheibenkleister! Oh, Jamal, Mann, ey! Meine Güte! Wow! Das wäre es jetzt gewesen. 75.000 erheben sich von den Plätzen. Boah. 5.000 aus Leipzig. Steht sowieso durchgehend. Mann, das wäre es jetzt gewesen. Jamal. Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. FCB. Jetzt. Deutscher Fußballmeister. Ach, schade, war eine gute Idee. Deutscher Fußballmeister, FCB. Hast du noch? Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister, FCB. Zu da oben, das wollte ich wohl sagen, was da für Fleck da ist. Ja. Deutscher Fußballmeister. Zwei Kämpfe in diesem Spiel. Hey, 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 nicht nachlassen! Zoboschlein. Bam! Hup, alle den! Alle den! Whoop! Der Sommer! Whoop! Whoop! Weiter jetzt, genau, wir müssen jetzt dran. Wir müssen jetzt nachlegen, wir müssen weiterkämpfen, weiter. Wir spielen zu Hause. Zu Hause hier. Zu Hause vor 75.000. Bam, 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 bam. Münchens wahre Liebe. Liebe FCB. Haben wir doch. Fuß vor. Gut, gut, jetzt raus, rücken. Zweimal hier in München punkten können. Insgesamt bei der Verteidigung. Gut, Goretzka. Zweimal die Leipziger unter Nagelsmann. Paratonus ist für mich hier mal 3:3. Überhaupt von bislang 16 Duellen nur eins gewonnen. März 2018. Wow. 2:1 in Leipzig. Hör mal rauf. Wo musst du jetzt rauf? Sehr stark! Musiala. Schieß doch drauf, Mensch! Schieß doch mal drauf! Ja, da war der Treffer. Ja, aber Cancelo hat ja die Vorarbeit geleistet. Nabi, da muss sich Orban irgendwann entscheiden, macht die Drehung, dadurch ist er aus dem Spiel. Müller sieht das, spielt ihn auf den Punkt. In der Führungsetage. Da wird, wie man hört, nach dem 34. Spieltag eine kritische Saisonanalyse folgen. Die deutsche Meisterschaft würde dieser Analyse etwas Wohlwollen verleihen. So, komm, von der Halte brauchen wir noch 2:0. Kommt, Leute. Weiter. Jetzt nicht nachlassen.
Jetzt nicht nachlassen. Nicht so läppsch. Der Läppsche ist hier der Grätscher heute. Liebe Bayern, Sie gesehen, oh wie wäre das, oh wie wäre das, oh wie wäre das, wunderschön. Oh, wollte Müller jetzt machen. Silva, Alstenberg, De Ligt, Sommerschleich, Sommerschleich! Super Sommer! Jan hat's wieder gemacht. Der Jan hat ihn rausgeholt. Super. Leipziger. Ja, drei Bayern-Spieler behindert sich über Europa. Kopfball, gelingt Köpf raus, Stopp ist rein. Der hat das ja erkannt, das hat man gesehen. Tolle Schusshaltung. Ja, auch Geschwindigkeit in den Ball gebracht, aber so mal reagiert. Hervorragend. Ja, erste. Hervorragend. Schon Torschüsse für. Hey, was macht ihr? Kongo nochmal Sommer! Hey, wollt mich verarschen jetzt? Leipzig findet in dieses Spiel. Eine Hüte. Dann hatten wir als nicht besonders bahnbrechende, aber wichtige Erkenntnis fest, es ist nur ein Tor. Ja, es ist nur ein Tor, genau. Nur ein Tor, genau. Zwei Tore sind auch nichts. Da hast du schnell mal gegen Tor gekriegt, durch eine Hilfe oder irgendwas, weiß ich. Der Kraus jetzt! Raus! Raus aus dem 16. Ja, das können sie ja eigentlich. Ja, nur erst die 25 Minuten. Alle, alle, alle. So, auf geht's! Ah ja, nee, da ist er. Topfschlag! Bam, bam, bam! Leipziger, Bayern hat sich schon gezeigt, aber jetzt sollte Leipzig versuchen, mal mitzuspielen. Ach, ist mein Hammer! Mein Bayern-München-Hammer. Tor ist jetzt wieder aufgestanden. Kommt, Leute, 2-0 jetzt. 2-0! Und Leitlinie, die ausgemacht waren für dieses Spiel. So, mitmachen da, Masse ruhig. Masberg! Boah! Und der Kopf war von Olmo. Gut, Jan. Das ist doch was für mich gefallen. Drei Chancen nach 90 Sekunden, drei Torabschlüsse. Ja, diese Chance jetzt dabei gewesen für die Leipziger. Ja, wir müssen jetzt, Bayern müssen jetzt mal den zweiten Gang machen, ne? Super. Ja, sieht super aus, aber wenn vorne nicht mitspielen, dann bringt er auch nicht viel, ne? Einem zu und allem dabei, ja, das machst du nicht. Er hat ja 2 Jahre Vertrag, brauchen wir gar nicht kurz reden, außerdem. Blödsinn. Das ist eine blöde Frage, wie gesagt. Kann einmal kommen. Die Seite ist offen, von hinten sprintet. Goretzka mit 7 Meilen Stiefeln. Leon Goretzka. Leon Goretzka. Ja, raus, raus da. Super. Super. Hey.
jetzt hört auf, da die Larifari zu machen. Bleib dran! Das ist jetzt wieder, guck mal, da ist jetzt wieder Pause angesagt. Könnte gleich machen, in 8 Minuten, beziehungsweise in 10. Schneller, genau, das Rundschaltspiel muss schneller laufen. Gib die Kette drüber. Und man hat länger auch Pause gemacht. Kann jetzt auch machen. Ganz genau. Mann, das kann doch nicht wahr sein, man könnte nicht den Ball mal reinköpfen, ey. Mann, du bist ganz alleine da. Mann. Mann. Was für Chancen wollen die denn jetzt noch da liegen lassen, ey. Mann. Was ist denn denn los? Ja, hört er noch. Musiala. Versucht den Tunnel gegen Orban, aber da ist nicht viel Tunnel. Musiala! So, nochmal der Abschluss wieder. Gut. Oh, gutes Spiel bis jetzt. Gutes Spiel, Ronja. Wirklich ein gutes Spiel bis jetzt. Gutes Spiel. Leipzig hat jetzt 3 Chancen hintereinander gehabt. Das ist noch nicht zu Ende, das Spiel. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Sobosai. Da waren sie alle ein bisschen unsicher, ne? Sollen sie draufgehen, sollen sie zustellen? Wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Ja, aber richtig cooles Fußballspiel in den letzten 10 Minuten. Ja. Jetzt wird auf beiden Seiten Fußball gespielt. Die ersten 25, 30 Minuten war es einfach Straußenfußball. Auf das Tor der Leipziger. Kommen Sie mal nach, wir müssen 2-3 Tore machen. In Ruhe haben. 15 Sekunden brauchen die Bayern, um nach Ballverlust die Kugel zurückzuerobern. Im Vergleich RB 21 Sekunden. Kämpfen und siegen. Übrig bei Rose. Ruben Alex Ziegler. Patrick Übrig. Bleibt da zumindest mal in der Nähe. Jetzt ist ein bisschen wieder die Luft raus. Man weiß ja nie. Alles geben. Das sind noch 2 Spiele und du hast jetzt schon alles verspielt. Champions League, DFB-Pokal. Du musst jetzt Meister werden. Ohne Probleme mit diesem Spiel bis hierhin.
Cancelo setzt. Ist kein Tor mehr. Dankeschön, danke. Für das Glück, Schrengall. Beide gehen die Karte noch zurück. Bayern. Bayern sind auch jetzt. Weg. Mit der Freistoß. Weg. Dankeschön, Pete. Danke, Pete. Pete. Max Eber muss los. Zu trinken oder so was? Seine Beziehung zu München ist besonders und bekannt. München, alle, 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 Bayern München, alle, 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 hey, alle, 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 hey, alle, alle, alle. Mensch, ey. Es gibt so viele Internet-Rambos, Internet-Schwachmaten. Den würde man machen, wenn einer vor einem stehen würde. Das ist schon ein Butzigack. Spacken. So, jetzt kommt! Warum schießt er denn da nicht? Was soll das denn? Schieß doch, Mensch! Da musst du ja nicht nochmal abspielen. Da hauen rein die Pille. Ist doch scheißegal, wer der Tor macht, ey. Mensch, da musst du ja nicht nochmal drauf und hin und her und nochmal in der Box hin und her spielen. Alter Falter, ich werd irre, ey. Ah, warum wollte er denn nochmal abspielen? Jetzt habe ich verarscht. Eine Minute. Sondern braucht der den Abschluss schon macht. Also da hätte man von 4-5 Minuten reden müssen mit den Verletzungen und alles so. Alter, das ist ja auch. Guck, geht jetzt noch ein bisschen Platz um uns leihen. Olmo, bleib bei Cancelo hängen, Olmo. Tu mal Fuß vor! Eine Minute Nachspielzeit. Die Nachspielzeit. Verletzungspause. Cancelo, Kopfball. Die eine da und der Zöpfe da. Die langen Strumpf. So, jetzt nochmal. Spielen! Aufrücken, Lungs! Aufrücken! Natürlich auf Roman und dann Orban und nochmal Kimmich und dann so, Halbzeit ist, die Bayern führen 1-0 und jetzt geht's zur Halbzeitanalyse. Bam. So, Halbzeit ist, die Bayern führen 1-0, also ist ein tolles Spiel, muss ich sagen. Die Bayern haben Vollgas gegeben, hatten das voll in der Hand gehabt, dann haben sie ein bisschen wieder schleifen lassen. Dann kamen die Leipziger, die hatten in 90 Sekunden 3 Torchancen gehabt. Dann kamen die Bayern wieder, bam, bam, bam. Ich verstehe nicht, warum Serge jetzt nicht den Abschluss sucht. Dann will er nochmal in der Box nochmal quer spielen und, und. Ist doch völlig egal, wer das Tor macht, ne? Ist völlig egal. Oh, dann aus dieser Position kann man das Tor machen. Ja, also Cancelo heute Weltklasse. Direkt hier. Man City, PayPal. Komm hier, hast 60 Millionen, gut ist. Ne? So, Pass auf Müller, Müller auf Serge und Serge geht da hin und bam, den rein. Ne? Ja, also es ist ein tolles Spiel, auch von Leipzig muss man sagen. Die Bayern sind noch nicht durch mit 1-0, das wird noch eine spannende zweite Halbzeit. Die Bayern müssen jetzt unbedingt das 2-0 machen, weil wie gesagt, ein Tor ist gar nichts. Ne? Beim 2-0 ist auch so eine Sache, wenn du schnell mal ein Gegentor kriegst, aber tolles Spiel. Ich freue mich auf Halbzeit 2.
und auf geht's. Auf geht's, zweite Halbzeit, jetzt schlagen wir zu, 2-0, 3-0 und bam. Dann wird es das finale Endspiel werden in Köln. Höchstens die Dortmunder würden morgen Punkte liegen lassen, was ich nicht glaube. Wir müssen jetzt gucken, dann wir jetzt der zweite machen. Der zweite müssen wir machen. Wie heißt denn auf YouTube? Outdoor Fußball Urbex Mischer. Ihr könnt aber auch auf TikTok oben gehen, auf das YouTube-Zeichen und da seid ihr direkt auf meiner Seite. Gegen Schalke. Schalke? Oha! Wir haben schon drüber geredet. Dann auf RB sind Spiele gegen Bayern in München. Dann immer irgendwie besonders, weil die Münchner schon der Maßstab sind für die Ambitionen, die RB Leipzig hat und hegt. Einmal. Der hat zwar ein Tor gemacht, aber der kommt nicht richtig ins Spiel. Der ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie kommt er nicht richtig ins Spiel. Wie heißt du auf Insta? Genauso wie hier, FC Bayern Michael. Und auf YouTube, Outdoor Fußball Urbex Michael. Aber ich glaube, da kann man auch FC Bayern Michael noch eingeben. Das ist irgendwie auch noch. Schade. Leute, macht doch was. Also keins von der Stadt. Schade, hängen geblieben. Dann mit 0 zu 4 in Frankfurt. Tedesco freigestellt. Rose geholt. Eber kam im Dezember. Jetzt stehen sie im Pokalfinale. Sind dritte Kraft in der Liga. Waren im Champions League Achtelfinale krachend gescheitert. Gegen Manchester City. Das passiert auch anderen. Auf geht's, jetzt weiter. Lass dich nicht ins Spiel kommen. Aber hat sich da rausgezogen. Gut, sag mal, gut. Sieht immer so locker aus, ne? Sieht immer so locker aus. Dann folgen überall Folgen. Nicht mitgespielt, der Josh. Drei Siege in Folge. 5 Siege aus den letzten 6 Partien mit mir eingebettet an der 0-2 in Leverkusen. Alles soweit. Jawohl. Hoch und weit bringt Sicherheit. Bäh! Ja, Abschlussinterview gibt es nachher. Jetzt noch nicht. Gerade heute. Haben wir noch 45 Minuten jetzt. Aua. Felix. Erzähl doch, jetzt müssen wir auch passen, ne? Nicht nur 45 Minuten Vollgas geben, sondern 90. Gut von Amokoko, Missverständnis. Amokoko. Er dachte, der Spanier bleibt, aber er ging. Bayern München. Das verstehe ich jetzt nicht. Bis im Ballbesitz und bis in Richtung Tor von Leipzig. Und dann richte ab und spielst wieder hinten rum, dass du die Abwehrkette mitnimmst. Das verstehe ich nicht. Du musst doch jetzt den Nadelstich suchen. Du musst doch jetzt das 2-0 machen, dass da Ruhe ist im Topf. Im Stadion. Also, jetzt geht die Unterdruck. Junge, 2-0 für Leipzig. Ich kann ja nicht 2-0 für Leipzig stehen. Ich sehe sich ein Einzel für Bayern. Echt Spezialist.
Ja, erzähl doch. Ja, so ein bisschen Fremdkörper für mich in der Mannschaft. Ja, nicht seine Art, erfolgreich zu sein. Er arbeitet viel technisch, ist er jetzt nicht der Kombinationsspieler wie ein Euro, wie ein Schottelschwein, wie ein Punko. Ja, er ist ein Strafraumspieler. Aber da war er bisher sehr selten, beziehungsweise ist er sehr selten eingesetzt worden. Der Ball auf Coman, Hansberg dazu. Orban in der Mitte. Natürlich Orban. Da. Silva hat 12 Ballkontakte gesehen. Das ist knapp über teilgenommen. Gnabry. Spiel doch raus, links, Mensch! Das war das Schlechteste, was du machen konntest, ey. Mutiger, etwas selbstbewusster. Ja, seit der 30. Minute spielen sie da vorne. Sie sind ja auch nicht eine Mannschaft, die nicht den Ball hat. Dann folgen überall Instagram, YouTube. YouTube oben bei TikTok kann man nicht abonnieren. Die haben aber in den ersten 30 Minuten, ja. Nein, die Bayern machen schon wieder, ist schon wieder nichts. Die kriegen gleich wieder ein Gegentor. Der ist gut, ein Konkurrent bei dem Spiel. Ja. Wo ist Silva? Meine Fresse, das ist schon wieder nichts. Die betteln schon wieder um so ein beschissenes Tor. Abgeschaltet. Mensch, die haben so gut die erste Halbzeit gespielt, die Bayern. Mit Druck und Tempo und schnelles Umschaltspiel. Und jetzt kriegt schon wieder nichts. Dann ist noch der FCB. Über 100 Jahre. Serge Gnabry. Die betteln wieder um ein beschissenes Tor. Olmo, der nicht dazwischen. Was war das? Leipzig kommt. Markus, danke. Achso, fünf von den Heften. Danke, danke Markus. Nice, danke. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Ich mach mal das hier, dass das nicht mehr passiert. Setzen. Oh, danke, Markus. Und die Uhr. Komm, machen Sie mal. Steht. Danke. Bam, Beat. Danke. K, heißt das K? Mit K1? Nur mit K-A-I, das benutzt man. K, K, wahrscheinlich. Danke euch. Prost. Robertska. Danke für die Hose. Ja, das ist ein bisschen wenig. Musiala stark. Musiala stark. Aber wir leben auch. Ein bisschen weiter machen, Leute. Ja, überragend. Auch bei ihm wird ja spekuliert, dass er nach dieser Saison Leipzig verlässt. Hat keine Ausstiegsklausel. Aber teuer. Trotz alledem, dann wird er eben noch ein bisschen teurer. Hat sich bei der Weltmeisterschaft in vielen Notizbüchern gespielt. Aber in der obersten Schublade. Zeigen. Ja, muss man ein bisschen mehr machen jetzt. Das ist wieder so
ein bisschen so, kommen aus der Kabine raus, haben einen Tee getrunken, ne? Viel in den zweiten Gang einschalten. Deshalb sagt super und jetzt Cancelo, wo ist Cancelo? Kommt da irgendwas Unanständiges möglicherweise von irgendeinem europäischen Blaublöter? Oh. Nkunku mit hoher Wahrscheinlichkeit, Chelsea. Leiber, Adeportos bei den Bayern. Was ist denn los jetzt? Man kann steht immer auf dieses Schlüsselspieler. 1-0 verlassen. Max Eberl und Ruben Schröder wird nicht langweilig. Eben, vor allem auch die, die eingeweihten langfristigen Spieler, die bei, Mann, bei Leipzig sind. Orban, Kampel, Forsberg, Bautzen. Bayern, 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 Bayern wirf. Da! Da, 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 da. Wie heißt er nochmal? El Toro, Gomez. El Toro, Gomez. Max Eberl, auch da gesessen. Ah, Max Eberl. Ja. Der Entscheidungsträger war RB Leipzig. Football, Outdoor, Gomez. Ja, anders. Ja. Oben. Ja, da ist der ausgereicht. Nee, Stolz. Ja, jetzt ist er. Da war nicht ungefährlich. Es ist 2-0 jetzt. Ah, so ein Schritt. Ach so, warte, ich guck mal direkt, ob er mich abonniert hat. Masberg. Yes! 1023, sehr stark. Also, Moment, wo bist du? Ich muss dir erst folgen. Nee, folgen wir einfach folgen. Bei vielen Stundenschein wird nicht nur zu viel. Bestellt. Aber mach keinen Quatsch, bitte, ja? Bayern und der VfL. Da 2-0 jetzt und ich habe das Gefühl, als wenn Leipzig Leipzig ein Tor macht. Ich habe das Gefühl, dass Leipzig ein Tor macht. Aber wir sind zum Beispiel nicht Leipzig. Go, go, Romo! Einwurf Bayern! Hallo! Bayern übernehmen so ein bisschen die Verantwortung ja, für dieses Spiel. Bayern lassen uns ein bisschen schleifen. Also, erste Halbzeit war gut, da hin und her. Aber jetzt ist so ein bisschen rein. Luft raus. Beide, ja. Es klingt seltsam, Lothar, ist aber für die Saison nicht untypisch. Nee, absolut nicht. Gegen Bremen sind sie auch nach 1-0 Rückstand zurückgekommen. Noch 2-2 gewonnen die Leipziger. Ja, die Bayern, ja, wissen um die Stärke der Leipziger. Deswegen werden sie hinten ja, nicht jetzt groß riskieren, kompakt stehen, das ist das Wichtigste. Und wo sie natürlich auch immer wieder nach vorne versuchen müssen zu spielen. Und das ist ja der FC Bayern. Die spielen hier zu Hause. Und können jetzt ja, ich habe ein Schirmchen noch dran. Das geht. Das Spiel kommt ohne gelbe Karte. Nee, ich hab ein Schnellchen noch dran. Duckel gibt an der Seite Zeichen. Enger zusammen, kompakter Spiel. Auf mehr nach vorne. Wie verkratzt das da so die ganze Zeit? Wenn ich die Zeichen schreibe, ich will jetzt ein Abzug. Ah, ich denke mal, was ist das? So den Ball nach vorne. So, weiter abonnieren. Wir sind bei 1023. Dann Dankeschön. Und lasst das dann auch drauf. Und nicht nur für heute.
Manche machen das drauf, da habe ich Rosmar 6 deabonniert. Die haben mich abonniert und dann für einen anderen Tags wieder abgemacht. Das war auch irgendwie. Da ist keiner. Ja, ja. Das war nichts. Da wird er wieder schlau. Man sieht es in Nuancen. Ja, die dann wesentlich sind fürs große Ganze. Also auch beim 1:0. Ja, ist schon wieder. Ey. Es geht auch um die Räume für die Mitspieler, ja, die er schafft oder in die er hineinstößt. Das macht ihn einfach unentbehrlich für diese Mannschaft. Mach was. Komm an. Derrick. Oh. Aber aufs Tor kann ruhig hin, Josh. Aber er macht ein Tor. Die müssen noch ein Tor machen. Die müssen noch ein Tor machen. Das ist noch eine halbe Stunde. Wie gesagt, ich glaube, dass die Leipziger noch ein Tor machen. Deswegen müssen die Bayern das noch ein zweites machen. Was gehst du immer in drei? Wie was? Ja, 2:0 machen, dann ist durch. Aber so wie es aussieht, machen die Leipziger kein Tor mehr. Ne? Ja, gelb. Er hätte eh schon gelb kriegen müssen. Also zweimal gelb. Wäre gelb-rot gewesen. Bei Mai ist es 2:0 und dann ist es Feierabend. Kimmich. Das war nichts. Das war nichts, Josh. Sie haben da mal was vorbereitet. Sehr gut. Wie heißt das? Orgel? Orgel. Du hast richtig. Gegen Masraoui holt sich den Ball zurück. Nabi. Cancelo, Tanz gegen Soboslai. Cancelo Meta. So, jetzt Leute, jetzt Ecke, und, aber das Ecke wieder zum Tor hin, das ist wieder, dann sind wir wieder kurz gemacht, das ist wieder nichts, das ist nichts, die könnten nur Ecke von der anderen Seite machen, weil der Ball dann vom Tor weggeht. Da spielen die wieder kurz, das geht von 100 Mal einmal gut. Ne? Aber ich weiß nicht, da kannst du nicht mal hoffen, dass das verlängert wird und dann da einer steht. Die müssen jetzt mal richtig... So. Scheiße! So, und jetzt müssen sie Gas geben. Jetzt müssen sie nochmal kommen, Mann. Aber ich sag's jetzt auch nicht. Was, dass du mir weggenommen hast. Ja, überragender Angriff der Leipziger. Aber wo ist die Rechtsverteidigung jetzt letzte Ball gewesen? Ja. Meine Fresse. Und dann eine 5-1 Situation. Es ist einfach. Das ist das, was wir angesprochen haben. Ja. Kein Umschaltspiel nach hinten. Wir führen 1:0 in FC Bayern. Und dann mache ich so auf Bayern Leckball. Da habe ich eben eine Absicherung von 2-3 Spielern. Und so ein wichtiges Spiel. Unbegreiflich. Am Tag, als Conny Leimer traf. Ja,
richtig Spaß. 65. Minute. Jetzt müssen die Bayern nochmal wieder Gas geben. Jetzt müssen wir umschalten und Vollgas geben, Mann. Wir wünschen ja schon da lassen, wenn ihr da München will. Will mich verarschen? Schießt mal doch vorbei. Ja, Tuchel. Kampel ist im Spiel. Für Haidara. Da steht ganz Deutschland, steht jetzt am Kopf. Meinst du, Deutschland ist am Feiern? Mentalität zeigen. Jetzt müssen sie kommen. Jetzt die letzten 25 Minuten. Jetzt muss Vollgas gespielt werden. Dann ist vorbei. Die Bayern jetzt nicht gewinnen, ist vorbei. Wie gesagt, hast du zwei Punkte, die Dortmund gewinnen morgen, sind die ein Punkt vor und die werden nicht unentschieden spielen oder verlieren gegen Mainz. Der Marco Rosa hat zurückgezogen. Ja, weil die Situation sich verändert hat. Marco Rosa hat was anderes vorgehabt, aber jetzt steht es einfach mal als Rat. Jungs, jetzt aber! Komm, Josh, jetzt vom Tor weg und den Lift rein, die Dinge. Oder Müller, mir egal. Thomas, mach das jetzt. Und dann pfeife ab. Kimmich. Mensch, jetzt werden sie ja noch unsicher, ey, dein Spielaufbau, ey, ich verstehe das einfach nicht. Das tut er nicht, ey. Lauf doch nicht durch die Wand, Serge. Was soll die Scheiße? Jetzt hast du ein Tor gemacht, aber... Coco! Coco! Der war ganz wichtig von Masraoui. Es ist ein offenes Spiel geworden. Und im Grunde ist es dieses offene Spiel seit der 30. Minute. Foulspiel. Tatsache, wir haben ein ausgeglichenes Spiel zu sein. Ja, andere Aktionen. Ja, Vorteile für die Leipziger ab der 30. Minute. Aber vorher hat nur bei München gespielt. Verdiente Ausgleich. Dafür gibt es Geld für Mann. Nein, Fresse, echt. Und jetzt wird gewechselt. Forsberg und Kampel. Ja. Jetzt bringen die noch zwei gute Leute rein. Haidara und Silva. Nein, der Fresse. Ja, wenn die Bayern heute nicht gewinnen, dann wird doch mal Meister. Hab ich direkt gesagt. Bayern heute nicht gewinnt, dann werden die. Aber du musst nur zwei Spiele gewinnen, dann bist du Meister. Du hast bei allem verkackt. Mann, ey. Was soll das denn, ey? Da kommt Abwech für Goretzka. Ja, Abwech hat sich doch nicht die ganze Saison durchgesetzt. Also. Und Sané. Sané für Serge Gnabry. Na ja, gut. Nein, wir folgen. Na, weiter bei Augsburg. Ach, bei Augsburg. Ich habe Augsburg gesehen. Weiter bei YouTube. 20 Minuten für ein Tor zu machen, ey. Können die Dortmunder morgen, die sind ja, die werden die Augsburger auseinandernehmen, wenn die Bayern heute gewinnen. Und wenn die so auseinandernehmen, die Augsburger, die Augsburger sind doch auch nichts. Die Meisterschaft gibt es nicht, indem wir guck dir das mal an, die wissen nicht, wo sie hinspielen. Dann spielt er wieder zurück, dann spielt doch irgendwie lang oder macht was bei sich irgendwas. Jetzt ganz schön mit dem Kopf.
die Bayern haben RB ins Spiel kommen lassen. Ja. Und das Warum ist die große Frage. Meine Fresse! Und immer wieder. Du kannst nur hoffen, dass die Leipziger nicht 2-1 gewinnen, sondern dass du unentschieden bist, dass du 2 Punkte bist, dass die Dortmunder nur 1 Punkt vor sind. Dass die vielleicht mal unentschieden spielen oder was weiß ich. Ne? Dass sie sagen, in 2 Spielen unentschieden spielen. Ne? Dass du noch dann punktgleich ziehen kannst und dann mehr Tore dann führst. Das ist doch nicht normal. Die müssen schon 2 beschissene Spiele gewinnen. Ey. Meine Fresse, mach das Ding jetzt rein. Ey. Meine Fresse, echt. Ey. Wochenende schon wieder laufen. Boah. Wie kann man denn als Fußballprofi die Ecke da verschießen? Ja, die sind. Da gibt es extra einen Trainer, der Freistöße mit denen und Ecken und was weiß ich alles. Den musst du doch rausschmeißen. Das ist immer dieselbe Kacke. Von der linken Seite kommt immer kurz von Pfosten, das hat man 100-mal einmal. Siehst du, das kommt nicht mal an. Mensch, das kann ich heute mit 51 Jahren noch ganz noch in der Ecke schießen. Die meine Fresse, die machen die jetzt alle wieder stark da, verstehe ich nicht. Nein. Der hat auch den Kopf viel zu tief, also. Mensch, das passt auf, lass euch keinen mehr reinschießen, ihr müsst doch das Tor machen, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Da war gegen Kunku. Das kann echt nicht wahr sein. Direkt! Sommer! Alter, die Leipziger, Alter, ich werde irre, ey! Natürlich auch, weil wir es gesehen sind, erste Bilder aufgetaucht. Neuer fliegt schon wieder durchs heimische Wohnzimmer auf die Weichbodenmatte, läuft und trainiert an derselben da. Jetzt stark. Wir haben so gut gespielt in der ersten Halbzeit. Meine Güte. Jetzt haben wir noch 13. Was ist mit dieser Saison? Was ist mit diesem Jahr? 17 Minuten. Meine Güte. Ich kann das nicht nachvollziehen. Dass man jetzt den Schalter nicht umlegt und jetzt selbst im Kopf. Mensch, ich muss dieses Spiel gewinnen und nächstes Mal, dann bin ich Meister. Ist das denn so schwer? Dass man 2 beschissene Spiele gewinnt und du bist so unsicher jetzt. Koko! Und es gibt Elfmeter! Es gibt Elfmeter! Das kann echt nicht wahr sein, Baba ist echt. Und es protestiert kein einziger Bayern-Spieler. Keiner protestiert. Kann man so dumm sein in 16? Trifft den Fuß. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Wie kann man denn in der Box so zum Ball gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man denn da? Man muss doch nur stellen. Der kommt doch gar nicht an den Ball. Dann steht doch noch einer da. Ja, vorbei. Herzlichen Glückwunsch. BVB. Ja, wir haben verloren. Ja. Meine Fresse. Die ist ja kein Aufbäumen, dass die jetzt da nochmal... noch 2 Tore machen bei Dings. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht. Ja, Meister BVB. Ich habe gesagt, wenn die Bayern heute nicht gewinnen, dann ist es vorbei. Guck ich mir auch nächste Woche nicht an. Weil wie gesagt, die Dortmunder werden die Augsburger morgen zerstören mit 5, 6, 7 Toren. Aber der Gefaulte soll niemals selbst schießen. Deswegen wird der noch, der soll man ja auch halten.
hier am Sommer. International durchaus ein Elferkiller, national nicht immer, sagen wir es mal so. Ein Koko gegen Sommer, ein Koko! RB Leipzig führt in München! Und in Dortmund hat es keiner gesehen. Die sitzen im Flieger. Nee, die sind mittlerweile schon gelandet. Aber lange. Ja. Herzlichen Glückwunsch, BVB zur deutschen Meisterschaft. Ja, das war's. Das war es. Aber dann, jetzt bei 326 Leuten, könnt ihr doch bitte mal wenigstens mich abonnieren als Trostpflaster, dass die Bayern kein deutscher Meister werden. Das wäre echt nett. Also, deutscher Meister nur BVB, herzlichen Glückwunsch BVB. Ich habe gesagt, kann man nur eine Halbzeit zu spielen und dann nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, da muss alles raus. Der Vorstand muss raus. Da musst du auch direkt einen neuen Trainer holen. Der Tuchel, wie gesagt, der Nagelsmann lacht sich, weil der Nagelsmann war mit allem, ich war auch nicht mit dem Nagelsmann zufrieden. Ne? Das hätte man vorher schon machen müssen. So, aber dass man aus allen drei Sachen nichts holt, jetzt hast du den Hattrick geholt, dreimal nichts, das kann es doch nicht sein. Das kann es echt nicht wahr sein. So, in 15 Minuten holt die nichts, die haben in der zweiten Halbzeit jetzt nichts gemacht. Ja, Sommer muss weg. Ich kann nicht so ungestüm in der Box da hingehen. Mann! Ich muss mich nur davor stellen, den Fuß davor machen. Ich muss nicht immer die Leute auf die Knochen treten, auf die Füße. Meine Fresse, so dumm kann man wirklich nicht sein, dass man alle drei Titel verspielt. Mensch, nee, ich will nichts. Naja, wie kann man denn? Die spielen ja die ganze Zeit schon, passiert ja nichts. Cancelo, zweite Halbzeit gar nichts. Erste Halbzeit Weltklasse. Ich verstehe das nicht. Ach, weg. Und Leipzig im Moment. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch BVB zur deutschen Meisterschaft. Ja, die Bayern nach 10 Jahren selber schuld. Ne? Wie gesagt, die wechseln auch alle viel zu spät. Das ist der Schmacher-Tor. Wunderbar. Danach kommt er nicht mehr in den Spiel rein. Da muss ich doch dann reagieren und an. Zugegeben. Nee, so mal liegt es nicht. Was soll der denn machen? Der hat doch abwarten. Nee, nichts abwarten. Die Augsburger werden kriegen morgen 6-7 Tore. Also, das ist ein absolutes, verstehe ich nicht. Du hast 75.000 im Rücken. Ja, du musst nur gewinnen. Da habe ich ja gesagt, 1 Größe, gar nichts. Ne? Kannst du froh sein, wenn du 2-2 machst? Ja, das nützt aber nichts. Das nützt dir nichts. Dortmund ist deutscher Meister, bleib ich dabei. Meine Fresse, ey. So ein Fick, ey. Freunden Sky empfehlen und sich dabei einer von vielen tollen Prämien sicher. Alle Infos unter sky.de/werben. Cancelo geht auch nichts mehr. Finale nächste Woche. Cancelo. Was für Finale denn? Willst du mich verarschen? Die Dortmunder sind morgen mit 2 Punkten vor, aber man kann der nicht rechnen, oder was? Verstehe ich nicht. Die Dortmunder müssen ein Spiel verlieren. So, die spielen gegen Augsburg und dann gegen Mainz. Alter. Verstehe ich nicht. Das ist die Tabelle. Dortmund, ja. Morgen in Augsburg. Ja, die verhanseln sich da irgendwie. Grabenberg, ja. Ja, Grabenberg ist nichts. Muss alle verkaufen. Grabenberg, Dell, weiß ich nicht. Alle raus. Serge wollte ich verkaufen. Mané verkaufen. Saar verkaufen, alle raus. Ihr müsst alle raus. Wie gesagt, guck mal hier, 4 gegen 1. Also, das ist eine Frechheit. Junge, das ist eine absolute Frechheit. Optimal, mit Glück kommt der Ball zu Leimer. Ja, Tuchel, ich muss da auch als Trainer nicht auf der Bank sitzen, mit deinem Laptop da bei den anderen da gucken. Du musst an die Linie hoch und runter, wie vom FC der. Und dann der verwandelte Elfmeter vom Kugel. Weil die könnten jetzt 20 Stunden noch spielen, sie machen kein Tor mehr. Dortmund ist deutscher Meister, so ist es. Dortmund ist deutscher Meister, Uli. Mensch, Uli und Kalle, haut mal da wieder rein. Das ist nicht normal, das ist echt nicht normal. Julia Nagelsmann heute. Ja, Julia Nagelsmann, der macht jetzt ein paar Flächen auf. Ich habe sich dem Hund zugelegt, ich bin Hund spaziert. Ja, ist mit dem Hund draußen. Ja. Da kommt ja auch nichts, es kommt ja kein Aufbäumen mehr. Das ist schlecht. Weiß ich nicht. Könnt ja auch nichts. Wir haben noch 10 Minuten, da könnt ja nichts. Da könnt ja nichts. Du hast keine Chance, dass du jetzt sagen kannst,
Müller, Tell, Mathis Tell, Blaswig und Cancelo. Das treffen die auch nicht mal. Für die Bayern, nach langer Zeit wieder mal gefährlich fürs Tor gekommen. Ja, aber willst ja nichts. 10 Uhr machst du kein 2 Tore. Wie gesagt, ich bleibe dabei. BVB, deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Meine Fresse, wie oft haben die uns schon links vorgegeben. Echt, ey. Ja, Borussia ist deutscher Meister. Ich habe gesagt, wenn die Bayern heute nicht gewinnen, dann ist es doch ein deutscher Meister. Wie gesagt, ich spiele nur noch gegen Augsburg morgen und dann gegen Mainz. Also wie gesagt, keinen Mut gehabt. Und dann irgendwann nach 30 Minuten hat es bei Leipzig angefangen. Und dann ist Bayern auf einmal mit einer Situation konfrontiert worden, die 30 Minuten nicht geherrscht hat. Aber natürlich, undiszipliniert beim 1:1. Ein eigenen Eckball, ja, so in der Restverteidigung. Verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. Lass die Kopf schenken. Ja, schön abonnieren bitte bei mir. Auf YouTube, kommt. Lass mal wenigstens sagen, wir sind 350 Stange für. Aber lieber ein Abo. Augsburg keine Chance. Nee, Augsburg wird zerstört morgen. Wird zerstört. Nee, hast du auch noch nicht einmal gesehen. Wie gesagt, das ist Fußball. Ja, schlecht, schlecht. Erste Halbzeit so klasse. Erste Halbzeit so klasse. Erste Halbzeit so klasse und dann kriegt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Der tritt ihm noch drauf. Der alte Kieler ist auch ein Scheißer. Der Musiala wird von dem getreten und der pfeift andersrum. Der außen angezeigt, geht nicht mehr. Olmo. Junge. Ja, doch ist Meister. Denkt aber bitte mal an. Komm, YouTube, macht mir eine Freude. Alle Dortmund-Fans, mich abonnieren auf YouTube, kommt. Als Dankeschön, dass wir heute euch zur Meisterschaft gemacht haben. Komm. Ich komme aus Köln, Peter, yes. Aber dafür können die Dortmunder mich alle mal abonnieren auf YouTube. Ja, schon kein Meister geworden. Ich glaube, wenigstens den Michael auf YouTube abonnieren. Boah, der ist ja nicht so scheiße aufgerufen. Gleich auf, raus. Alle raus. Alle raus. Da muss man jetzt mal einen Umbruch machen. Alle raus und dann. Noch einmal, dann sagen sie, hier wünsche ich den Deal ab. Ein Riesenmentalitätsspieler, die ist allein war. Junge, Feierabend. Die wechseln jetzt noch zweimal. Die Bayern haben ja keine 2 Tore mehr in den 7 Minuten. Meine Fresse. Bayern bleibt erstmal unten. Sommer bleibt der Tor an Koko. Ein Koko, Sommer! Bayern bleibt unten. Das war kein Abseits. Junge, ist das schlecht. Ist das schlecht von Bayern? Deutlich zu sehen, Papa. Einmal mehr unglücklich, geht's auf. Kann man denn da immer mit dem Fuß da einem auf die Schlappen treten? So ein Scheißdreck, echt, ey. Ist das bescheuert, echt, ey. Komm, drängt dann. Alle Dortmunder mich abonnieren. Bitte auf YouTube. Galle Alaf. Das ist Gölle, nicht Galle. Galle Alaf. Meine Fresse, ey. Komm, abonnieren auf YouTube. Outdoor Fußball Urbex Mischer oder FC Bayern Mischer. Glaube ich, geht auch mal. Alle Dortmunder bitte. Hans Spiegel, es gibt den nächsten Führer. Deutscher Meister wird nur der BVB. Meine Fresse sind die Schleiße. Der wartet jetzt schon wieder, ey. Meine Fresse. Was Raul sagt, das war die Brust. Ja, das war der linke Arm was. Das war die ausgestreckte Brust. Ich weiß aber nicht, warum man in dem 16er immer so rumfuchteln muss mit seinen Händen. Ja, ganz klarer Elfmeter. Ja, mehrere Elfmeterschützen. Ganz klarer Elfmeter. So, jetzt. BVB. Korn-Titel, richtig. Da hast du Judith Kant fix. Also schnell abonnieren auf YouTube. Der wird deutscher Meister, BVB Borussia, richtig. Guten Schuss. Hat er auch genervt? Feierabend. Ja, nützt ja nichts. Ist ja so vorbei. Ja, die Dortmunder sind ja 2 Punkte vor und dann ist es vorbei. Auf 3:1.
Soboslai gegen Soba! 3:21! Unglaublich. Also die Wünsche, die nachts alle noch rausschmeißen. Ja, auch ihr zwei, Garn und Bratzo, alle raus. Raus, alle raus. Ja, aber es ist auch völlig verdient, was hier passiert ist. Das alle raus. Leipzig hat seit 40 Minuten. Alle raus, alle rausschmeißen. Eiskalt. So, kommt Leute. Dann tut mir wenigstens einen Gefallen, die BVB-Fans sind. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Da sind zwar auch Fußballsachen drin, aber die müsst ihr euch nicht angucken. Ich habe Favorit gemacht. Da sind alles die Lost Play-Sachen drin. Und da tut es schön abonnieren. 3-1 war ja richtig, nur falsch rum. Hier auf der Haupttribüne verlassen die Ersten das Stadion. Ja, ist aus, vorbei, Tuchel. Und tschüss, geh nach Haus. Der Nagelsmann, der macht heute Abend einen riesen Spaß. An dem Bayern München die Meisterschaft verlieren. Ja, heute Meisterschaft verlieren. Gegen Marco Rose, gegen RB Leipzig. Junge. Tja, erste Halbzeit so stark, ey. Ich verstehe das nicht. Und so ein Kack wieder ist. Wie kann man denn so dumm sein da? Erstes Mal tritt man den Mann auf die Schlappen, das zweite Mal mit den Händen. Ich weiß gar nicht, was die Hände immer da für verloren haben. Hey, ja, BVB. Hey, ja, BVB. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, BVB. Ja. Auch noch verzogen. Upamecano ist drin. Mané ist drin. Zwei schlechtesten Spieler noch rein tun, dass sie noch zwei Tore kriegen, ey. Wie kann man so dumm sein, ey? Wie kann man nur so dumm sein, echt, ey? Und gleich klatschen sie alle. Ja, ihr könnt doch die Bälle, könnt doch aufhören zu spielen, ey. Wie kann man nur so dumm sein? Hallo für Olmo, ja. Alter Falter, das hätte so schön sein können. Nächste Woche deutscher Meister. Wie kann man so dumm sein? Aber die haben ja auch wieder Fußballspiele eingestellt. Also ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man dann... Ist das denn so schwer? Das ist doch keine Rechnerei. Wenn du 1-0 führst, das ist doch nicht schwer. Das ist gar nichts. 1-0 ist gar nichts. 2-0 ist auch nichts. Da kriegst du mal durch. Meine Fresse, echt. Ey. So was Bescheuertes. Bitte folgen auf YouTube, Leute. Wir sind 467. Dann geht mal. Alle, die jetzt sich freuen, dass sie doch noch Meister werden. Bitte auf YouTube. Tja, man beeilt sich bei 3-3. Wie wollen die Bayern jetzt 3 Tore machen? Wie wollen die Bayern 3 Tore machen? Also, alle haben geholfen. Bochum hat geholfen. Die haben sich selber da immer ausgeschlossen gedochen und da echt, ich kann das nicht nachvollziehen. Sané ist gar nicht auf Platz. Ja, nochmal vor, nochmal rechts in den Spiel. Ja, Firebird, komm hier auf YouTube abonnieren bitte. So, mach noch eins, komm Leipzig. Schießt die Bayern aus dem Stadion. Ey. In München zu gewinnen ist gute Referenz für die Bayern. Junge. Bleib ab. So ein Scheiß, vielleicht echt. Ey. Ja, aber wir ich kann wir es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht. Das ist für mich zu hoch. Du musst zwei beschissene Spiele gewinnen. Eins zu Hause vor 75.000 und dann in Köln. In Augsburg. Quatsch. Nein. Die Dortmunder werden jetzt morgen die Augsburg auseinandernehmen mit 5 Toren und dann zu Hause in Mainz werden die auch 3-4-0 gewinnen. Also. Tell und alles. Ja, aber deutscher Meister so groß. Ja, bitte mal abonnieren, komm Leute. Mal jeder halt schon. Ja, ist vorbei. Das ist ein Bild mit so einem Charakter. Ja. Ich werde gefeiert wie die Stars. Wir bräuchten jetzt jede Unterstützung und die Masken gehen. Muss ja aber denken. Ist noch aus, eine Minute noch. Meine Fresse, ey. Super vegan, was sag ich? Machen die für ein Theater? Das ist eine Minute, die machen jetzt keine 2 Tore mehr, also. Oder keine 3, Blamage, ja, aber da volle Kanne, echt, und dann noch zu Hause. Gefährlich! Und dann noch, ja.
5 Minuten. Ja, aber du machst auch keine 3 Tore. Das ist vorbei. Meisterschaft. Das Ding zu gewinnen ist für die Bayern jetzt schon ein Ding der Unmöglichkeit. Blöd, also jetzt geht es schon nur noch darum, hier genau, dann raus mit solchen Leuten. Ja. Also denkt dran, Leute, tut mir Gefallen, bitte. Bayern wird kein deutscher Meister, Dortmund wird Meister, also alle, die jetzt zu Dortmund halten oder gegen Bayern sind, bitte schön abonnieren auf YouTube, das würde mich richtig freuen. Das würde mich richtig freuen. Boah, der, du bist ja richtig gut als schönes Kölsch. Ja. Ja. Ja, der Motte, der ist ja so beschäftigt. Ja, ist alles scheiße, ist alles das. Also da würde ich ja jetzt, da würde ich eine Riesenparty geben, wenn die jetzt noch 3 Tore machen. Alter, also, ich werde mit der echt schlecht. Von der echt hat Leipzig schlecht. Die Seite zugemacht. Ein ganz wesentlicher Wechsel. Mit wesentlichem Einfluss für dieses Spiel. Und Leimer läuft und läuft und läuft und läuft. Ja, das und haben wir ja doch gut gekauft. Spielt. So, denkt an YouTube, bitte. Das nächste dicke Ding. Auf Kongo. Brauchst nächste Woche ja nicht zu gucken. Köln. Alles vorbei. Nee. Jetzt sagen wir, die würden jetzt gegen, weil bei sich spielen die Dortmunder morgen. Aber gegen Augsburg. Tja, meine Puppenkiste. Also versucht die Seite hinten aufzulegen. Ja, Glückwunsch. Aber die lassen sich nicht schieben im Moment. Dortmund macht das morgen auf jeden Fall, wenn wir da sind. Müller. Der legt. Sané, 3 Minuten noch auf der Uhr. Gut 3 Minuten. Sané, kommt nicht an. Kampel, Müller. Ja, also da, das wäre echt, ja, da würden sie den Arjen Robben einwechseln. Ich glaube, die haben auch mal, der Arjen Robben, genau, da haben die in Leipzig die Bayern 3-0 zurückgelegen. Ich glaube, in der 70. Minute oder was. Und dann haben die Bayern noch 4-3 gewonnen. Das war auch immer ein Hammer. Das war ein Spiel. Da ging ratzfatz, bam, 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 3-3 und der Eilen hat dann 4-3. Aber solche Leute hast du nicht noch Platz. Siehst du, die haben ja keine Eier. Die haben echt keine Eier. Wie kann ich denn nach einem 1-0, das ist aber immer so, weißt du, so 1-0. Ja. Guck mal, wie dumm da. Wie kann ich denn so laufen? Forsberg. Beim ersten Vergleich der Leipziger hier schon mit dabei war, nach 30 Minuten seiner Zeit vom Platz geflogen ist. Forsberg macht um ein Haar noch schlimmer für die Münchner. Es ist ein denkwürdiger Tag. Ja. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft BVB Borussia. Ja, nach 10 Jahren, aber die Bayern sind ja dumm. Die haben, hätten sie das. Weiß nicht, diese 3 Unentschieden da und alles so weiter. Und die haben so viele Vorlagen bekommen von den Dortmundern und haben sie nicht genutzt. Also das war echt, wie gesagt, dumm. Und heute, wie gesagt, du musst nur 2 Spiele gewinnen. Und du musst 2 Spiele gewinnen und machst es nicht. Du machst es einfach nicht. Das wird die Leipziger heute feiern. Hallo. So ist die Fahne. Tja, Leute. Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB, ja. Das stimmt. Dortmund stolpert. Nein. Wie gesagt, die Augsburg kriegen mal 5 Tore von Dortmund. Die stolpern nicht. Auf keinen Fall. Nicht gegen Augsburg. Nicht gegen Augsburg, Leute. Seid mal realistisch. Ja, Dortmund. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dortmund. Von Thomas Müller und den Bayern. Tja. Sie bleiben einen Punkt vorne, aber sie brauchen den FC Augsburg morgen. Das ist so sicher wie ein Arm in der Kirche, dass die Dortmunder jetzt Meister werden. Wie dumm muss man sein? Also wenn die das jetzt nicht machen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Wenn die jetzt in 2 Spielen nicht 2 Siege einfahren gegen kleine Mannschaften da, Augsburg, Mainz, zu Hause, das lassen die sich nicht nehmen. Das ist
Das ist echt, und die kriegen ja nichts auf die Kette, die Bayern. Mané ist schon mal gar nicht raus, weg, verkaufen. Ja. Das Spiel ist aus! So, das Spiel ist aus. Die Bayern verlieren 3:1 gegen Leipzig. Unglaublich. Und jetzt geht's zur Halbzeitanalyse. Bleibt dabei. So, das Spiel ist aus. Die Bayern verlieren 3:1 im vorletzten Spiel der Saison gegen Leipzig. Du musstest nur noch 2 Spiele gewinnen, heute gegen Leipzig und nächste Woche gegen den 1. FC Köln. Du hattest es in eigener Hand gehabt, wärst du durch gewesen mit deutscher Meister. Verlierst du zu Hause gegen Leipzig, erste Halbzeit, klasse. Alle Leute, klasse. Ja, das passte alles super und so weiter. Du hast 1-0 geführt und. Dann lässt du schon wieder diese beschissene Nachhaltigkeit, du lässt es wieder laufen und funktioniert alles nicht und weiß ich nicht. Aber da muss man doch jetzt mal, weiß ich nicht, das ist doch klar. Aber wie kann man, ich verstehe nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man das aus der Hand geben kann. Die Dortmunder haben so oft den Bayern eine Vorlage gegeben. Tut mir leid. Wenn da jetzt nicht reagiert wird von Bayern Seite, also wie gesagt, meiner Meinung nach muss der ganze Vorstand muss raus, komplett muss raus. Tuchel muss direkt mit raus. Wie gesagt, du musst jetzt direkt neu anfangen und dann die ganzen Spieler musst du raus. Mané, Sané, ich weiß nicht. Da sind so viele Spieler, Tell, Gravenberch, die passen alle nicht zu Bayern. Da bringt es alles nicht. Ne? Raus und dann muss man mal investieren. Cancelo, 60, 70 Millionen, musst du machen. Aber der musste ihm auch mal erzählen, dass es in einem Bundesligaspiel oder generell in einem Spiel vom Fußball erste und zweite Halbzeit gibt. Nicht nur erste Halbzeit volle Kanne geben und zweite Halbzeit sich verstecken. Das kann es doch nicht sein. Wie kann ich denn diese Matchbälle, du musst doch selber nur gewinnen zweimal und du spielst heute vor heimischem Publikum, vor 75.000 und kackst da so ab. Du führst 1-0, 1-0 ist gar nichts. 2-0 ist auch nichts. Nicht dann hast du mal ein Dings drin. Dann kriegst du da 2 Elfmeter, Alter. Wie kann ich denn in der Box so immer auf diese Knochen gehen? Mensch, ich stell doch nur den Fuß oder den Körper davor. Fußballspielen ist genauso wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Ein bisschen schneller, ja, klar. Aber vom spielerischen Verständnis her ist das doch dasselbe. Oder wie kann ich denn immer mit den Händen in den 16er da rumfuchteln? Was haben die Hände denn da oben zu versuchen? Die Hände bleiben unten. Meine Fresse, Leute, das kann doch nicht sein. Oder derjenige, der die Bayern da trainiert mit Ecken, Freistößen und so weiter, den musst du doch rausschmeißen lassen. Da kannst du mich dahin tun lassen. Da weiß ich aber, dass die mehr von Standardsituationen mehr Tore machen als da so ein hochbezahlter Lullifulli. Die Ecken, ganz schlecht immer. Von der linken Seite aus spielt der Kimmich immer kurz auf den Pfosten. Das klappt mal von 50 Mal einmal. Von der anderen Seite auch gut. Aber warum stehen die denn nicht weiter nach innen zum Feld? Und laufen vom 16er rein. Mensch, das haben wir früher auch immer gemacht. Der Ball kam rein, er flog und die alle da rein und dann bäm, 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 bäm. Ja, also ich muss sagen, verkackt. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch BVB zur deutschen Meisterschaft. Weil wie gesagt, das lassen die sich nicht nehmen. Die knallen die jetzt weg, die Aufsprung in Mainzer und so ist es. Gut, was soll man sagen zum Schluss? Neue Saison. Sagen wir mal, mir ist an mir.